Hey, was geht ab, alle zusammen? Willkommen zu meinem Testbericht TT Sports neuem Kronos Ring RGB 7.1 Gaming Headsets. Zusammengezählt habe ich mir mittlerweile 3 Kronos Headsets unter die Lupe genommen. Das Kronos AD, dann das Kronos RGB 7.1 und nun dieses Ring RGB 7.1. Das heißt, das Design ist schon mal sehr ähnlich, aber hier gibt es mehr als nur kleine Veränderungen, was Leistung und Features anbelangt. Derzeit wird für dieses Headset rund 80 Euro verlangt, was nicht als unbedingt günstig bezeichnet werden kann. Im Lieferumfang das Übliche. Also zuerst einmal, was mir sofort ins Auge gestochen ist, das ist die Treibergröße. Das sind 50 mm Neodym-Treiber, die hier zum Einsatz kommen. Offensichtlich also ein Over-Ear-Design. Und eine weitere herausstechende Sache wäre 50 mm dicke Ohrmuschelpolsterung, die für komfortable, lange Sessions sorgen soll, was ich auch vollkommen bestätigen kann. Nach mehreren Stunden keine Schmerzen oder derartiges, sehr gut gelöst. Außerdem, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Treiber sind geneigt, was scheinbar für mehr Platz für die Ohren sorgen soll. Eine schöne Feature ist Fold Flat, was so viel heißt, die Ohrmuscheln können so gefaltet werden, was den Transport natürlich immens erleichtert. Und allumfassend, obwohl das Headset sich doch recht kunststoffmäßig anfühlt, muss ich schon sagen, dass es recht robust ist und sich an verschiedene Kopfformen gut anpasst. Hier kommt auch der sich automatisch anpassende Kopfbügel ins Spiel, mit weicher Polsterung, versteht sich. An der Stelle fragen sich manche vielleicht, um Gottes Willen, das ist ein Gaming-Headset! Wo zum Teufel ist das Mikrofon? Keine Panik, keine Panik. Hier ist es und kann so herausgezogen werden, wenn man es braucht. Obwohl nun LED-Beleuchtung auf einem Headset fragwürdig ist, ist nur meine persönliche Meinung dazu, kann nichts Negatives über die gleichmäßige reine RGB-Beleuchtung auf den Ohrmuscheln gesagt werden. All das kann über Software gesteuert werden, inklusive ein paar richtig nette Effekte. Um die Lautstärke zu regeln, bekommen wir zum Glück kein anfälliges Lautstärkenrad, sondern stattdessen auf dem Inline-Controller getrennte Lautstärke, Rauf-Runter-Knöpfe, zusammen mit EQ und 3D 7.1 Knöpfe. Bitte beachtet aber, dass es nur virtueller 7.1 Sound ist. Etwas, das ich persönlich nie verwende. Oh, und hier hätten wir noch einen Schalter zum Stummschalten des Mikros, eine LED und diese Klammer für, keine Ahnung, ein Shirt oder was weiß ich. Die Software basiert auf C-Media Seer und kommt endlich einmal mit richtig guten Optionen für ein Headset. Sample Rate, ordentliche Mikro-Settings und Beleuchtungssteuerung. Hier passiert nun die RGB-Magie. Und mir persönlich gefallen die Effekte, besonders der Music Rhythm. Außerdem, anders als beim Kronos RGB 7.1, das ich mal getestet habe, scheint dieses Kronos Ring all die Fehler, die es bei der RGB-Version gab, beseitigt zu haben. Die LED stören nun nicht mehr den allgemeinen Klang, keine Interferenz mehr. Endlich sauberer Klang ohne Summgeräusche und dergleichen. Die Klangqualität an sich ist außerordentlich gut für ein Gaming-Headset, das Musikhören mit dem hat mir durchaus gefallen. Nur sehr wenig Equalizing ist notwendig, um für meinen Geschmack den bestmöglichen Klang zu gewährleisten. Der Bass ist kräftig, satt, aber nicht zu sehr im Vordergrund. Allgemein eine recht ausgewogene, balancierte Klangcharakteristik zwischen den Tiefen, Mitten und Höhen. Genau wie es mir eben gefällt. Die einzige Schattenseite dieses Headsets meiner Meinung nach ist die eher minderwertige Mikrofonleistung oder sollte ich sagen Lautstärke. Hört selber rein, es ist die rohe, unbearbeitete Aufnahme. Hey, das ist ein Mikrofontest. Kann mich jemand hören? Gut für Leute, die gerne ins Mikro schreien, aber ist halt nicht jedermanns Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Ring-Modell ist wahrscheinlich eines der besten RGB-Headsets von TT Sports und ich bin froh darüber, dass nun die Probleme, die es beim Kronos RGB 7.1 gab, beseitigt wurden. Ich kann das Kronos Ring RGB 7.1 selbst zu 80 Euro definitiv empfehlen. Silber-Auszeichnung wegen des leise aufnehmenden Mikros. Ansonsten wäre es Gold gewesen. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.